Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, der A4 geht gerade auf die Bühne. Was passiert heute? Heute passiert einiges. Und zwar... Oh, die Sonne blendet. Hier. Das Fahrwerk, Felgen. Felgen habt ihr im letzten Video schon gesehen gehabt vom A4. Das Fahrwerk ist ein Redline-Fahrwerk, basiert, glaube ich, auf Theatechnics. System. Dann haben wir heute vor, die Kupplung endlich zu machen und haben uns mal gerade angeschaut, wie das Ganze vonstatten geht. Angesetzt in 4,5 Stunden, sagte der Jan. Ja, was sagst du? Hast du Bock oder was? Jo. Dem Jan graut's schon. Er sagte, wenn die Karre hier heute verreckt auf der Bühne, kann die stehen bleiben. Ich habe gesagt, um 18 Uhr ist sie fertig und wir rauchen Shisha. Sieht doch ganz gut aus. ja, ich bin immer optimistisch bei sowas, bis das erste kommt, was nicht rausgeht. Ihr kennt es vom Autoschrauben. Irgendeine Schraube will nicht, irgendwas bricht ab und dann ist Stopp. Aber ich hoffe, da der Wagen von der Substanz ja gut ist, dass es hier einigermaßen gut läuft. Ich werde parallel so ein bisschen das Fahrwerk machen. Also mittlerweile hinten die Stoßdämpfer sind raus. Ganz einfaches System eigentlich. Unten eine Schraube, oben nur zwei Schrauben. Die sind an der Rückbank hier zugänglich. Einmal da, wahrscheinlich sind die auch aus dem Kofferraum zugänglich. Aber ich habe die Rückbank eh schon raus. Jetzt muss ich quasi fürs Fahrwerk alles, was hier oberhalb ist, übernehmen. Der Jan ist gerade dabei, den Auspuff zu lösen. Der hat unten zwei Schrauben und oberhalb auch nochmal zwei. Wie geht's voran? Ja? Eins noch, dann sollte ich. Okay. Also wir haben geguckt, laut Ausbauplan muss der Auspuff ein Stück davon auf jeden Fall raus. Antriebswellen, die haben wir schon gelöst, zeige ich euch gleich, wenn der Wagen oben ist. Bevor wir das tun, hier die Manschette, die wir noch austauschen werden, das ist ja auf der linken Seite eins. Quasi gerissen, da wir das hier komplett rausgenommen haben, um es dann hier ganz normal draußen bequem auszutauschen, ist das eine super Sache. Ach ja, ich habe gar nicht erwähnt, dass ich die Heckklappe getauscht habe. Hier war ja eine Beule drin. Das ist jetzt diese gebrauchte, die aus dem letzten Video kennt, die ich abgeholt habe. Die ist montiert, auch genauso die roten Rückstrahler hier. Ich zeige euch mal, wie das Auto vorher aussah. Diese sind original, finde ich auf jeden Fall stimmiger. Auch gerade hier mit den Schriften, dass sie weg sind. Hier der 1,6er Schriftzug. Jetzt habe ich aber folgendes Problem, seitdem ich das gemacht habe. Ich habe hier die Verkleidung auch noch nicht dran. Sind hier zwei Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung. Ich habe das ganz normal reingesteckt. Und jetzt brennt die linke Seite dauerhaft. Rechts brennt gar nicht. Vermutlich irgendwo ein Kabelbruch, aber vielleicht hat da jemand eine andere Idee. Ich muss, glaube ich, einfach mal hier ein neues Kabel ziehen mit Strom von den Rückleuchten, weil die, wenn das jetzt wirklich ein Kabelbruch sein sollte, die Fehlersuche gestaltet sich da ein bisschen schwierig. Wenn ich euch einmal hier die Kabel mal zeige. Das kann auch ein ganz filigraner Riss sein irgendwo. Das findest du einfach nicht mehr. Du musst es dann quasi alles durchmessen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich Bock auf sowas habe, da ich von Elektronik ja auch gar keinen Plan habe. So, ja, da ist er stolz. Ist geil, ne, wenn es einfach funktioniert. Das ist mir. Ja, Mann. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das war. Hier unten zwei und oben, also das muss raus. Hier die Antriebswelle kriegen wir nicht raus, die haben wir einfach nur lose jetzt. Da müsste man weiter hier den Schenkel lösen, damit man das quasi spreizen kann. Ein Lager und zweites Lager. So, das ist es eigentlich. Jetzt kommt er raus, oder was? Jetzt passiert's. So. Also es ist das erste Mal, dass ich bei einer Kupplung dabei bin. Jetzt bin ich echt gespannt,
Vielleicht kann ich noch was lernen. Musst du anders da rausmachen? Ah ja, du musst und anders da rein. Muss die Schaltung noch lösen. Also. Die beiden Lager noch raus. Schaltgestänge, genau, Lager raus und Anlasser. Genau. Stand doch auf dem Plan. Ja, Mann. Wir haben noch 3 Stunden Zeitfenster für unser Limit. Passt, oder? Ja. So, wir haben ja Gewindefahrwerke oder Tieferlegungen generell schon öfters gezeigt. Aber jetzt nochmal, meist wird hier das Domlager von den Originaldämpfern übernommen. Da, wie ihr seht, hier keins dabei ist. Das heißt, für uns einmal Feder spannen, raus und dann wieder entspannen. Und das gleiche beim neuen auch. Feder spannen, rein und dann wieder entspannen. So routiniert wie ihr seid, es gibt immer eine Betriebsanleitung dazu. Lest sie trotzdem immer durch, weil zum Beispiel beim letzten Mal vom 7er war das. Da stand in der Betriebsanleitung, also in dieser Betriebsanleitung, also nicht Einbauanleitung, Einbauanleitung. In der Einbauanleitung stand drin, dass man, da war so eine Zwischenplatte und die sollte man einmal drehen fürs Gewindefahrwerk. Würde man so nie drauf kommen, also überfliegt auf jeden Fall einmal die Anleitung dazu und dann macht ihr auch keine Fehler. Yes, Bro. Betrieb ist raus. War hier noch so tricky. Da war noch 1, 2, 3 von hinten drin, die man erst nicht gesehen hat, aber ist jetzt raus. So. Jetzt, wo sitzt die scheiß Kupplung? Kupplung ist da oben. Okay. Praktisch hast du hier die Druckplatte oder den Kupplungsautomat. Okay. Das ist das ganze Bauteil mit den Zungen hier. Ja. Auf diesen Zungen, wo die Spuren hier sind. Da sitzt das Ausdrucklager und im Endeffekt, wenn du im Auto die Kupplung betätigst, drückst du hier drauf. Okay. Ja? Und der Reibbelag, der sitzt dazwischen, das machen wir gleich noch ab. Mhm. Und ganz hinten, hier ist der Zahnkranz, wo auch der Anlasser drauf geht, da ist dann das Schwungrad. Okay. Ja, guti. Dann hast du hier noch das Ausdrucklager. Aha. Das tausche auch mal mit. Hier ist ja der Hebel. Im Satz ist immer das und die zwei Sachen, ne? Genau, also Ausdrucklager auf jeden Fall dabei. Mhm. Druckplatte und der Reibbelag, der drin ist, auch. Ja. Und schon gerade, je nachdem, ob es kaputt ist oder nicht, kannst du tauschen. So, Friends, jetzt kommen wir zur Arschlochschraube. Und zwar ist das Ding hier oben. Und ich habe diese Schraube tagelang eingesprüht, um sie freigängig zu kriegen. Und jetzt wollen wir mal sehen, in was für einem Zustand das Innere dieser Schraube ist. Das ist so eine Schraube, die gerne mal festgammelt. Diese Schrauben kommen auch neu. Ja. Wie ihr seht, die Schraube bewegt sich, das ist schon mal gut. Machen wir ein bisschen so. Also die ist freigängig. Kurz ein bisschen frei, damit wir sie schön schlagen können. Aber ihr seht, die macht schon von alleine den Rückzug. Allein aus Respekt. Amen. Weil die denkt sich, der Motherfucker ist hier. Bro. Diese zwei oberen Köpfe sind nur gesteckt. Da müsst ihr hier ein bisschen spreizen. Dann fangen wir mal hier an. So. Einer. Zweite hier. Der geht schon von alleine. Aus Respekt. Kurzer Zwischenstand. Fahrwerk vorne nimmt Gestalt an. Der Jan hat die Kupplungssätze hier vorne. Hat die Platte hier schon gereinigt. Das sieht auch schon wieder gut aus. Das heißt, jetzt wird es einfach nur wieder komplett gemacht. Das mal festhalten für denjenigen, der das Auto später kaufen wird. Also das auch alles neu, schick, hier schön Ausdrucklager. So sieht das Ganze aus mit neuen Lenkern.
Ich hoffe mal, dass der Kopf hier keine Seitenmarkierung hat, links, rechts, weil ich habe da jetzt nichts gefunden. Bisschen geguckt, wo der längere hier und der kürzere gebogen hinkommt. Das sollte eigentlich soweit passen. Getriebe ist auch schon drin. Setzen jetzt hier noch alles zusammen. So, es ist jetzt 10:30. Ich hab gesagt, um 18 Uhr ist sie fertig und wir rauchen Shisha. Abends. Wie ihr sehen könnt, wir lassen gerade den Wagen runter. Wir sind Fix und Foxy. Ich stehe mal wieder in Jans Schuld. Das gibt ein fettes Trinkgeld, glaube ich. 14 Uhr haben wir begonnen. Wir haben nichts gegessen. Bruder, das war echt so, das war schon so... Alles oder nichts. Bro, aber der ist noch ziemlich hoch, ne? Ja, ich erstmal noch auf Räder, dann nicht die Nacht. Achso, ja. Achso, du hast den gar nicht runtergelassen. Okay. Also, wir machen das Ganze jetzt ready. Ich wasche die Karre, wasche die Felgen, dann gibt's ein Carporn. Vielen Dank an Jan an der Stelle für den Einsatz wieder mal. Ihr werdet jetzt die Bilder sehen vom Audi, wie er jetzt aktuell aussieht. Und dann sprechen wir uns nochmal. Ich erzähle euch, was wir heute alles gemacht haben. Bis gleich. 3, 2, 1, go! Relativ sicher, dass dem größten Teil der Community das Setup gut gefällt. Wir haben TÜV-Höhe gehabt und der Wagen wollte sich nicht setzen. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn dann nochmal 4,5 cm runtergeschraubt vorne hinten und habe immer noch so viel Restgewinde. Das war hier teilweise faustdick noch Platz. Jetzt habe ich eine gute Hand hier Platz. Am Radhaus vorne geht aber noch was. Also theoretisch kann ich hier noch einen Zentimeter runter. Aber das Problem ist, diese Radhausschale hier ist so dick aufgebaut, dass wenn ich jetzt hier noch weiter runter gehe, das auf jeden Fall schleifen würde. Ist natürlich für einen TÜV nicht ganz so förderlich. Hier hinten matcht das Ganze eigentlich perfekt. Ich hoffe, dass das hier in Extremfahrten nicht schleift, da das gleiche Spiel hier hinten ist. Die Radhausschale ist so nach innen, hat so eine Kante nach innen versetzt und baut sich da auf quasi. Das Auto kommt auf dem Video nicht so rüber wie in Live. Es sieht in Live viel schöner aus. Das Grün hier, so wenn ihr es seht, mit dem Chrom. Seht ihr das? Matcht auf jeden Fall ganz cool. Ich habe jetzt hinten die Heckklappe mit roten Rückleuchten als Heckklappe repariert. Beule weg, rote Rückleuchten. Wir haben jetzt die Chromfelgen. Die haben keine Spurplatten. Die sind eigentlich so schon okay. Man könnte natürlich, klar, da kann man noch Spurplatte drauf fahren. Ja, und hier mal ein kleiner Teaser. Was euch erwartet. Mehr will ich nicht verraten. So, setzen wir uns mal ins Kfz rein. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob das so ganz cool ist. Was ich wissen möchte ist, soll ich noch weiter runter oder ist das eigentlich so okay? Weil man muss ihn ja auch noch fahren können, ne? Wir haben ja 18 Zöller, in 17 Zoll würde ich auf jeden Fall noch weiter runter gehen. Leder kommt hier rein. Das Lenkrad verändern wir. Armaturenbrettumbau steht an. Das geht jetzt zack, zack, zack auf jeden Fall. Sobald ich Luft habe, mache ich das fertig. Wir haben jetzt neue Kupplung drin. Das Auto fährt sich jetzt wunderbar. Wir haben Getriebelager neu. Wir haben Achsmanschetten neu. Gewindefahrwerk ist verbaut. 18 Zoll Alufelgen. Das Ganze wird natürlich noch eingetragen. Der Wagen kriegt auch neuen TÜV. Nebenbei auch noch einen Service. Leute, es läuft auf jeden Fall.
Ich bin gespannt im Endzustand, wenn das Leder hier drin ist, wenn der Wagen aufbereitet ist. Das sieht auf jeden Fall sexy aus. Vertraut mir. Und jetzt schreibt in die Kommentare rein, gebt dem Video einen Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Alle ohne Abo, komm, mach mal jetzt die 10k voll. Abonniert diesen Kanal auf jeden Fall. Das war's erstmal von hier aus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hinterhof Jargon. Peace out. La la, der Mondschein schimmert auf den Lack von meinem Benzer. Ooh la la la, fahr noch einen Umweg auf 12 Uhr, die Hand auf dem Lenkrad. Ooh.